Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Case Steiger Quadrag an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Karias Modding, gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann Case Steiger Quadrag. Tja, hier haben wir das coole Stück. Wir haben 360 PS Standard angegebene Leistung, lastgeschaltetes Getriebe, 496 Liter Blut, 32 km/h Max-Speed bei 18,6 Tonnen Gewicht, 69.900 in der Anschaffung, 3.544 im Leasing. Wir haben ein paar Config-Blöcke, Motorausführung, Reifenvariante, Rundumleuchten, Frontgewichte, Monitor, Hauptfarbe, Abgasleitungsfarbe und Kennzeichen. Sind 8 Config-Blöcke, sofern ich mich nicht verzählt habe. Motorausführung haben wir 9370 Powershift, 9370 Powershift Modified, 9370 Synchro-Shift und 9370 Synchro-Shift Modified. Heißt 400 PS, 600 PS an Leistung, beziehungsweise 360 PS an Leistung, je nachdem, welche Teile wir hier durchschalten, denn neben den 300 hier gibt es noch die 80er Serie etc. etc. Also sprich, wenn wir alles durchgehen, wir fangen an mit 360, gehen auf 550, gehen auf 468, gehen auf 550, gehen wieder auf 400, gehen auf 600. Kostet euch, wie ihr aber ungeschwer hier erkennen könnt, keinen Aufpreis. Ist gratis. Könnt ihr also handhaben wie ein Dachdecker. Reifenvariante gibt es Standard und Standard 2. Ihr seht, da sind hier dementsprechend die Rauben teilweise ein bisschen anders. Also der Belag, ne, also der Aufdings halt, ne? Aber das ist es dann auch gewesen. Rundumleuchten, ja oder nein? Dann Frontgewicht, ja oder dementsprechend nein, ne? Beziehungsweise nein ist nein und ja ist dann hier das 990 Kilo Frontgewicht, ne? Lässt sich hier vorne leider keine Hydraulik dran machen. Monitore, das ist im Innenbereich, reine, mehr oder weniger reine Deko-Zwecke, dann gibt es einmal Kinsey Blue Vintage, dann Kinsey PMI2, Precision Blending hier noch und dann noch mehrere Untervarianten mit dazu. Hauptfarbe lässt sich von Rot in Schwarz ändern, die Abgaszulassung Leitungsfarbe ist ein bisschen verwirrend ausgedrückt, aber das ist im Endeffekt hier das Abgasrohr und Kennzeichen ist bekanntermaßen Kennzeichen. Schauen wir uns das gute Stück in dem Fall an. Case 9380 ändert sich natürlich, je nachdem, was ihr für eine Motorausführung nimmt, ist klar. Hinten dran steht Quadrag. Wir können mal hier mit der Kamera ein bisschen näher rangehen. Ihr seht, das ist so von der Texturqualität her alles schick schön. Da kann man nichts dagegen sagen. Ansonsten genauso wie hier vorne die Case, Beschriftung und Co. haut alles hin. So, Frontgewicht, sofern ausgewählt. Ihr seht, das Ding hat in dem Falle auch Kollision. Das ist in dem Falle nicht das Problem. Steiger hier vorne dran, Fahrtleuchten da mit dran. Blinker hier oben, Arbeitsleuchten hier oben, Rundumleuchte, sofern ausgewählt. Ebenso, Kennzeichen, sofern ausgewählt, auch daran. Ihr seht, auch hier oben glitschen wir theoretisch gesehen nirgendwo runter. Ne? Hier hinten ist das Dach zu Ende. Boom. Ne? Dann haben wir hier nochmal Blinker, da nochmal Arbeitsleuchten mit dazu und halt hier hinten noch ein paar Anschlüsse. Ne, also 3-Punkt funktioniert hier nicht, wie ihr seht, ist halt so ein reiner Schlepper halt. Ne? Aber jo, ansonsten hier hinten noch weitere Arbeitsleuchten, alles mit dabei. Schauen wir uns das Ganze im Innenbereich an, ist ein bisschen dunkel, geht aber. Alles hier noch größtenteils auf analoger Basis oder Teil digital, Teil analog in dem Falle. Ultra viele Hebel, ultra viele Knöpfe. Ich meine, der Quadrag ist auch hier von 95 bis 2000er Baujahr laut Beschreibung, also schon ein bisschen etwas älteres Gerät. Sieht aber, wie gesagt, trotz all dem immer noch, ja, selbst für die heutige Zeit, recht modern aus. Sieht von der Texturqualität her auch toppi aus, kann man nichts dagegen sagen. Dit passt soweit alles. Deswegen, texturtechnisch gesehen, alles toppi. Hören wir uns mal den Sound an. Jo, soundtechnisch ist soweit erstmal alles in Ordnung, spricht jetzt eigentlich nichts dagegen zu den Sound. Ihr wisst ja, ist eh immer Geschmackssache, inwiefern am Original, ne, das entscheidet ihr dann selber für euch. Deswegen aber ist soweit I.O. Thema Funktionalität, ihr seht, wir haben hier schöne Animationen mit dabei, selbst die Hebel hier werden
da wunderbar mit benutzt, auch wenn wir da nach oben und nach unten schalten, da geht dementsprechend auch die Hand hin, das ist sehr, sehr schön gemacht. Mit dem Beinchen selber hier wird auch gearbeitet. Ansonsten im Innenbereich haben wir vorne dementsprechend links einmal die Digitalanzeige für km/h, einmal rechts die RPM-Geschichte. Wie ihr seht, rauscht das oder krisselt das so ein bisschen, ne, wenn ich hier ein bisschen näher rangehe. Und das ist noch so eine Sache, die mir hier aufgefallen ist. Das hängt dann nicht am Spiel, ne? Alles easy peasy. Das ist hier vorne irgendwas. Also irgendwas ist da noch so als Kleinigkeit. Ja, weiß ich nicht. Habe ich so auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Aber ist komisch. Ja, ansonsten haben wir dann ja hier noch weitere Monitore hier zur Anzeige. Wie gesagt, größtenteils dann mehr Deko-Spielereien wie alles andere. Ne? Aber haut soweit hin. Sofern ihr mit Precision Farming spielt, habt ihr noch die Möglichkeit, diesen Sensor da mit dran zu pappen für Precision Farming, ne, an den Traktoren, ihr wisst, was ich meine. Das funktioniert in dem Fall hier auch, stand nochmal explizit vom Modder in der Beschreibung. Ja, Spiegel links, rechts und Rückspiegel haut soweit auch alles hin, auch alles kein Problem, lübt soweit. Gehen wir einmal in die Nacht mit hinein und dann schauen wir uns einmal an. Wir haben natürlich die Blinker hier oben und hier oben hinten, oder hinten oben eher gesagt. Haut soweit hin, die sind ein bisschen zu weit weg, dass sie jetzt auf der Straße genau reflektieren, aber ihr seht, die reflektieren hier so an den Materialien ab, das haut also alles hin. Rundumleuchte auch mit da, funktioniert auch. Ansonsten einmal F, zweimal F, dreimal F, viermal F. Heißt also, normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht. Numpad 5, vorderes Arbeitslicht, Numpad 6, hinteres Arbeitslicht. Haut soweit alles hin. Hube. Nur ist eine kleine niedliche Hube, nichts Besonderes, kann man so machen. So, Regengeräusch weg. Haben wir noch irgendwelche Spielereien hier mit dazu? Nö. Also hier ist wirklich mehr oder weniger alles soweit Standard. Simple IC gibt es nicht. Tür auf, Tür zu mit Maussteuerung gibt es in dem Falle auch nicht. Ihr seht, wir kommen hier auf ungefähr 29 oder wir kommen glatt auf 29, 28,9 km/h. Der Taro zeigt 40 km/h an. Okay, nun habe ich aber auch hier das spezielle Getriebe. Wenn ich jetzt einmal zum Beispiel hier das normale Dingsgetriebe nehme, also sprich jetzt einfach eine andere Variante, die 9370. Ne, dann seht ihr, der schaltet schon mal ganz anders durch. Der schaltet deutlich schneller durch. Und ihr seht, mit dem Getriebe hier komme ich dann auch auf die 33 km/h bzw. 32 km/h, wie es angegeben ist. Und je nach Getriebe fährt das Ding schneller oder langsamer. Also sprich diese universelle Antwort im Endeffekt, ne, dass wir hier auf 32 km/h Max-Speed kommen. Ja, ne, je nach Getriebeart. Wundert euch da in dem Falle nicht, ne? Ansonsten ist das halt hier noch ein Knicker, ne? Also sprich, ist ein bisschen speziell zum Lenken und so, aber wer damit ein bisschen Erfahrung hat, sollte damit keinerlei Probleme haben. Ansonsten können wir noch einmal hier einfach was hinten dranhängen, ne? Um das Ganze einfach mal zu testen. Wir nehmen einfach mal hier die Walzgeschichte, dass das erstmal hier so läuft, wie es läuft, weil wie gesagt, 3-Punkt geht hinten dran nicht, ist nicht möglich. Aber ihr könnt natürlich die anderen üblichen Dinge da alles mit anschließen, die halt dementsprechend keinen 3-Punkt brauchen. Zapfwellenanschluss ist aber trotzdem hier unten mit dabei, wie ihr seht. Ne? Also das wäre in dem Falle auch kein Problem. So, fahren wir einmal hinten dran. Machen wir das hier, ne, und dann seht ihr dynamische Kabel, Schläuche und Co. Das haut auch alles hin. Wer mit solchen etwas älteren Geräten, oder sind ja Youngtimer-mäßig, könnte man ja schon fast sagen, ne, mit was anfangen kann und auf USA-Karten gerne spielt, für den ist der Steiger hier definitiv was, wo man sich downloaden kann. Lok ist auch sauber, wir reden hier ungefähr von 41 MB. Das ist für einen einzelnen Traktor schon ein bisschen heavy, aber gut, dafür habt ihr eine Top-Texturqualität und alles, also von daher verkraftbar. Müsst ihr entscheiden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.